On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Haustier-Vlog von mir. Das ist mein erstes Video im Jahr 2021. Ich hoffe, dass du gut in das neue Jahr gestartet bist. Vor allem gesund und glücklich. Ich sitze, wie du gerade sehen kannst, noch in der Küche und trinke meinen Kaffee. Dann startet mein Homeoffice-Tag. Ich wollte aber schon mal die Begrüßung drehen, denn im Laufe des Tages erreicht mich vermutlich ein Paket, über das ich in diesem Video mit dir sprechen möchte. Du kannst das schon der Videobeschreibung entnehmen. Alles andere ergibt sich am meisten spontan. Ich werde vermutlich auch wieder an mehreren Tagen filmen und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zusehen. Gerade ist das Paket angekommen, auf das ich mich jetzt schon eine Weile freue. Das müsste die Pet, also die Haustierkamera sein. Ich mache die jetzt mal zusammen mit dir auf. Ich habe mich wirklich mega gefreut, weil ich, wie gesagt, noch nie was gewonnen habe und mir diese Kamera so sehr gewünscht habe, falls du mein letztes Video gesehen hast. Ich habe halt gedacht, dass die Chancen eigentlich non-existent sind, dort zu gewinnen. Das war wirklich ganz viel Glück und ein großer Zufall, dass das Glücksrad genau auf meinem Namen stehen geblieben ist. Jetzt machen wir das gute Stück aber mal auf, schauen, ob wir mit der Installation zurechtkommen. Ich habe auch noch ganz viele liebe Nachrichten bekommen als Unterstützung für die Installation und hier wird mir auch noch angeboten, dass ich mich jederzeit melden kann. Und dann schauen wir doch mal, welche Bilder da entstehen werden und wie das Ganze jetzt funktioniert. Ich finde bei sowas einfach nie den Anfang. Ich hasse das. So, ich erspare dir jetzt einfach mal zuzusehen, wie ich weiter auspacke, weil ich wirklich unfähig bin. Hier liegt das Essentielle aus diesem Paket. Das hier ist einmal die Kamera der Firma. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Xiaomi. Und das hier ist das Ladekabel ohne Netzteil. Ich sitze jetzt auf dem Sofa und schaue mir nochmal die ganzen Tipps an, die ich bekommen habe. Ich zeig dir schon mal, was uns erwarten könnte. Die Kamera ist ja ein Hausüberwachungsassistent, der auf Bewegung reagiert und dann diese kurzen Sequenzen aufzeichnet. So kann das Ganze dann aussehen. Sie hat hier zwei Hamstercams für ihre Hamster und immer wenn eine Bewegung erkannt wurde, gibt es eine Benachrichtigung und man hat hier einmal den Zusammenschnitt. Ich glaube, jetzt gleich sieht man hier jemanden rumflitzen. Ja, da geht schon los. Total süß. Ich lade jetzt die App in Ruhe runter, so, werde das Ganze installieren und dann melde ich mich allerspätestens morgen mit den Ergebnissen der ersten Nacht. Ich bin total happy, dass ich jetzt so eine Kamera habe. Ich habe es im letzten Video, als ich auch hier an dieser Stelle saß, gesagt, Emil ist einfach älter geworden und ich fühle mich dann sicherer, wenn ich weiß, was er nachts so treibt. Ich kann seinen Gesundheitszustand vielleicht ein bisschen besser einschätzen und finde es auch einfach spannend, was die ganze Nacht so bei ihm abgeht, was ich sonst vielleicht immer verpasst habe. Weil Emil im Auslauf ist, habe ich jetzt provisorisch die Kamera mal hier aufgestellt. Ich musste die sehr weit runterschwenken. Man kann die also auch einmal hier aufstellen. Und ich schaue jetzt mal, wie der Bewegungshausassistent reagiert. Man kann hier eine SD-Karte reinschieben, um längere Sequenzen bzw. auch eine ganze Nacht aufzunehmen. Ohne Karte hat man aber die Möglichkeit, dass die kurzen Sequenzen gespeichert werden, immer so 8 bis 10 Sekunden pro Bewegung und dann insgesamt 14 Tage auch auf dem Handy abrufbar sind. So sieht das Ganze jetzt auf der App aus, wenn ich die Kamera so platziert habe wie gerade. Natürlich möchte ich das in Zukunft lieber an seinem Nagarium platzieren, wo er dann auch nachts ist. Man kann sogar, oh, jetzt höre ich mich selber, den Ton einschalten. Bin mal gespannt, welche Bilder wir heute Nacht, oh, da wird er auch noch wach. Oh, das passt jetzt richtig gut. Er hat gerade noch mal kurz in seinem Häuschen ein bisschen gepennt, wie immer, wenn er gegessen hat. Hi, Emil. Und tschüss. Der kleine Mann kommt jetzt zurück ins Nagarium. Ich werde dann morgen die Kamera dort installieren. Heute Nacht werde ich das jetzt noch nicht machen. Ich muss nämlich noch schauen, wie ich eine Stromversorgung dort bekomme. Diese Kamera läuft nicht über Akku, also die ist jetzt hier in der Steckdose eingesteckt.
Emilchen. Okay, er ist gerade sehr aktiv. Vielleicht lasse ich ihn noch mal ein paar Minuten hier rumlaufen. Ansonsten bin ich bisher sehr begeistert, auch von der Auflösung der Kamera. Bin jetzt noch mal gespannt. Das wollte ich einmal testen, wie das Bild im Dunkeln ist. Machen wir hier das Licht aus. Und alles Weitere dann morgen beziehungsweise an einem anderen Tag. Gute Nacht. Hallo zurück, es ist der nächste Tag, schon mittags, und ich wollte dir einmal zeigen, was meine Überwachungskamera aufgenommen hat. Tatsächlich hatte ich da so ein paar technische Probleme, glaube ich. Wir gehen das gleich einmal zusammen durch. Und ich möchte dir kurz noch den Pullover zeigen, den ich gestern anhatte. Auf einem Instagram-Foto, beziehungsweise ich glaube, es war eine Story, habe ich den getragen und ein paar Fragen dazu bekommen. Ich drehe einmal hier die Kamera um. Ich hoffe, du siehst was. Es ist schon wieder so dunkel. Ich baue, glaube ich, gleich das Ringlicht auf. Das ist dieser hier mit Hamaste, Let's Get It On, was auch zu meinem letzten Yoga-Post von Emil passt. Der ist, ich glaube, von Fishbone. Ich habe ihn zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Cousine und mich super darüber gefreut. Der ist auch total kuschelig innen drin. Also es ist so ein, ich weiß gar nicht welches Material. Ich schätze schon, dass das Synthetik ist. Aber der ist total schön weich und ja, einfach super süß, finde ich. Ich sitze hier mit meinen Hausschuhen auf dem Sofa, auch nicht cool. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich momentan filmen soll. Alles ist hier vollgestellt, weil mein Freund sein ganzes Zeug bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Hier sind irgendwelche Pokémon-Karten, alte Konsolen, technischer Kram, irgendwelche alten Spiele. Ich krieg die Krise und ich kann das hier auch nicht aufräumen, weil er das alles braucht. Also wunder dich nicht, dass es hier so ein bisschen messihaft momentan ausschaut. Ich wollte dir noch was zeigen. Das ist mir jetzt gerade hier ins Auge gefallen. Und zwar, schau mal bitte, wie süß. Moment. Die Omi von meinem besten Freund lebt in einem Pflegeheim und hat dort eine Heimmitbewohnerin, die diese süßen Tierchen strickt. Und sie hat ihm, also meinem besten Freund, schon Mäuse und Ratten gemacht. Und ich habe die gesehen und meinte, ich will unbedingt einen Hamster. Und guck doch mal, wie süß der geworden ist. Den hat sie dann zu Weihnachten mitgebracht, damit ich den bekomme. Ich habe mich da so sehr drüber gefreut. Nun kurz zu meiner App, sofern mein Handy-Akku hier nicht schlapp macht. Das hier sind die Bewegungsmeldungen seit gestern Abend. Ich habe den Hausüberwachungsassistenten so eingestellt, dass nachts immer zwischen 22 Uhr und morgens 7:30 Uhr der Assistent aktiv ist. Das heißt, sobald eine Bewegung erkannt wird, also hier kriege ich einen kurzen Clip. Das hatte ich ja schon erklärt. Und irgendwie wurde seit 22:38 Uhr gestern nichts mehr aufgezeichnet, obwohl Emil definitiv noch wach war. Mein Freund war nämlich länger wach und hat hier noch gezockt und ihn auch gehört. Meine letzte Aufnahme ist das hier von 22:38 Uhr. Ich weiß nicht, was dann geschehen ist, denn zu dunkel war es nicht. Ich habe das Ganze gestern Abend ja auch noch mal probiert. Ich habe auch Screenshots gemacht vom Dunkeln. Ich habe hier auch noch was justiert, und zwar sieht man hier meinen Freund, wie er Emil streicheln wollte und ihn dazu ermutigen wollte, dass er einmal hier auf seinen Laufteller geht. Und hier links an der Seite ist ein Feld im Kamerabild, das ständig eine Bewegung trackt, wenn jemand von uns hier lang geht. Über Emils Auslauf, jetzt siehst du hier wieder das Chaos, ist dieser Schrank. Und an den gehen wir halt öfter. Da sind so Schreibsachen und Briefumschläge und so ein Zeug drin. Und deswegen wird halt immer, wenn man sich dort bewegt, eine Bewegung registriert. Das kann man aber nochmal feinjustieren. Das fand ich total cool. Ich zeig dir gerade einmal, wenn ich es finde, wie das ging. Moment. Ich habe es gefunden, das hat ein bisschen gedauert. Man kann hier die Partitionsempfindlichkeit einstellen. Das heißt, man hat hier einmal das Gesamtbild und ich habe links die Felder, wo man halt menschliche Bewegung gesehen hat, damit kein Fehlalarm entsteht, einmal auf grau gesetzt. Das heißt, die Empfindlichkeit ist dort aus. Hier ist sie recht niedrig und in der Mitte ist die Empfindlichkeit hoch. Und ich habe mir erhofft, dass dann halt wirklich immer nur, wenn Emil sich hier in dem Bereich bewegt, auch etwas angezeigt wird. Hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Ich möchte sie ja ohnehin hier, was hier gerade völlig chaotisch ist, einmal festmachen, falls irgendwann mal das Zeug hier endlich verkauft ist und nicht mehr da liegt.
und ich die Stromversorgung geklärt habe. Und dann muss ich sowieso nochmal diese Empfindlichkeit auch auf das neue Bild anpassen und hoffe einfach ganz doll, dass sie jetzt auch nachts aufnimmt. Also ich weiß nicht genau, was da schiefgelaufen ist. Ich habe hier auch, Moment, das ist ja dieser Überwachungsassistent, diesen Zeitraum eingestellt, sogar 21.15 Uhr bis 7 Uhr. Alle 5 Minuten eine Warnmeldung sollte es Bewegung geben. Und vielleicht kann ich hier noch was justieren. Bewegung erkannt. Vielleicht mache ich noch mal Personen im überwachten Bereich an. Wir gucken mal. Und mein Kameraakku geht jetzt aus. Ich habe eine Meldung hier. Ich melde mich gleich wieder. So, ich habe kurz zwischengeladen. Jedenfalls ist es halt verwunderlich, dass ich keine Bilder mehr bekommen habe, weil Emilia noch bis 12:30 im Auslauf war und sich doch einiges getan hat. Keine Ahnung. Ich sitze hier gerade und esse noch Pizzareste von gestern Abend. Richtig lecker. Einige von euch werden das bestimmt nicht mögen, weil es doch spezieller Belag ist. Hier einmal mit Oliven und Artischocken, aber ich finde es mega geil. Es war nur leider sehr fettig. Und ich wollte dabei meine neue Futterparadies-Bestellung tätigen, denn Emil hat kein Hauptfutter mehr. Au! Ein Herz von Victoria Rachel, schön. Ich habe es mir schon gedacht, hier oben wird auch nochmal explizit darauf hingewiesen, dass der Versand sich aktuell aufgrund des hohen Bestellaufkommens verzögert. Deswegen gut, dass ich jetzt schon bestelle. Es ist nämlich wirklich fast leer. Ich denke mal, länger als eine Woche kommen wir nicht damit aus. Ich stöber hier mal in Ruhe rum und zeige dir dann gleich, auch wenn ich aufgegessen habe, einmal meinen Warenkorb. So, das ist jetzt ein etwas trauriges Unterfangen, denn ich habe wirklich nur das Mittelhamster-Müsli, das ich benötige. Und zwar auch nicht in der großen Packung, sondern nur für 4,50 Euro, weil ich sonst nicht gut einfrieren kann. Und auch einfach keinen Platz habe hier. Und die Versandkosten sind einfach höher als die Kosten für das Müsli. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich noch für ein Tauschpaket einkaufen werde. Die liebe Annalena, deren Paket für mich in der Vorweihnachtszeit ja leider anscheinend verloren gegangen ist, hat gefragt, ob wir eins machen wollen. Und ich habe mir jetzt einfach überlegt, ich bestelle da ein paar schöne Sachen für sie, die ich jetzt in diesem Video selbstverständlich nicht zeige. Bevor ich meinen Warenkorb fleißig weiterfülle, bereite ich schon mal Abendessen vor, auch wenn ich gerade erst gegessen habe. Und während der Thermomix dann hier seinen Dienst erfüllt, werde ich meine Bestellung abschließen. Jetzt 3 Tage später. Ich wollte in diesem Video ja noch ganz gerne auf den Hugo-Produkttest eingehen. Ich habe in meinem vorletzten Video ganz viele verschiedene Überstreusorten von Hugo ausgepackt und ich habe tatsächlich immer noch nicht den Bewertungsbogen ausgefüllt und abgeschickt. Das machen wir jetzt einmal zusammen und dann zeige ich dir noch, welche Aufnahmen ich mit der Haustierkamera bisher machen konnte. Diese möchte ich ja, wie gesagt, bald hier in Emils Nagarium platzieren. Hier ist es immer noch chaotisch. Außerdem möchte ich vorher noch diese Wand hier, also die komplette hier, streichen. Und zwar habe ich mir bei Schöner Wohnen hier dieses Jadegrün ausgesucht. Bin mal gespannt, wie es an der Wand ausschaut. Und wenn das dann einmal auf der Wand ist und alles aufgeräumt ist, dann werde ich auf jeden Fall die Kamera anschließen. Jetzt füllen wir einmal hier den Testbogen von Hugo gemeinsam aus. Leider ist meiner total zerknittert, weil er in dem Karton mit den Produkten lag und ich da immer mal wieder was draufgestopft habe, wenn ich es probiert habe. Die persönlichen Daten fülle ich erst am Ende aus. Mein Alter kann ich aber schon mal ankreuzen und bei der Frage, welche Haustiere ich besitze, nehmen wir die große Hamsterart, den Goldhamster. Das ist einer. Ich zeige jetzt einfach den fertig ausgefüllten Auswertungsbogen und spreche noch mal ganz kurz darüber. Nebenbei habe ich schon mal angefangen, das Video zu schneiden, was du hier gerade siehst. Und mir ist aufgefallen, ich muss mal gerade den Ton hier wegmachen, dass ich voll den heftigen Make-up-Rand hier in der Szene habe. Was ist das denn? Moment, ich muss mal ein bisschen zurückspulen.
Hallo. Schminken muss ich auf jeden Fall nochmal üben. Die Hauptsache ist ja, dass Emil gut aussieht und das tut er definitiv immer. Ich mache den Laptop hier mal weg, dann haben wir ein bisschen mehr Licht. So, ich habe ja 5 verschiedene Überstreusorten testen dürfen und habe hier angegeben, welches ich am ehesten empfehlen würde. Das ist einmal das Relax-Überstreu und die frische Brise. Fand ich einfach von der Zusammensetzung der Kräuter und der Blüten am besten und hat Emil auch am besten gefallen und am meisten beschäftigt. Das hier ist die frische Brise. Ich glaube, die hatte er ja auch als erstes ausprobiert. Wenn du das Video übrigens noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir das noch einmal hier oben. Und hier das... Moment, nee, das ist das Relax hier, genau. Das Relax-Überstreu wegen des Lavendels und weil ich das einfach toll finde, wenn Emil zum Beispiel von seinem Auslauf wieder ins Nagarium kommt, damit er da ein bisschen runterkommt. Ansonsten hatte ich absolut nichts auszusetzen, außer dass ich mich freuen würde, wenn die Verpackung vielleicht anders wäre. Ich weiß, das ist schwierig, um diese Kräuter auch frisch zu halten, aber ich finde es immer so blöd, wenn man das hier einreißt und dann mit so einem Clip oder hier mit einem Haargummi das Ganze zusammenhalten muss. Ich fand aber alle Produkte toll. Das Einzige, was von mir jetzt auch einfach nur wegen Emils Geschmack nur 8 Punkte bekommen hat von 10, ist der Proteinmix, weil Emil ja ein kleiner, selbsternannter Vegetarier ist und mit Proteinen und tierischen Produkten in Überstreusorten einfach leider gar nichts anfangen kann. Ich mache jetzt den Brief fertig, bringe den kurz zur Post und dann sehen wir uns später wieder. Ich habe wieder Besuch. Sag mal Hallo. Oder auch nicht. Dafür, dass sie eine Streunerin ist, hat sie so super gepflegtes Fell und auch so ein weißes. Hallo Schatz. Ich kann das gar nicht verstehen. Wo wohnst du denn? Wohnst du vielleicht doch irgendwo, Dolly? Aber sie hat halt keinen Chip und nichts. Und eine Nachbarin war wohl auch schon mal mit ihr beim Tierarzt vor 2, 3 Jahren. Also sie ist nicht registriert. Was war das denn für ein Geräusch? Möchtest du wieder raus? Okay, ich glaube schon. Hundertprozentig hat sie sich jetzt wieder hier oben hingesetzt. Hey. Hey, Dolly, das ist nicht dein Paket. Kleine Frechmaus. So, ich hab sie. Beziehungsweise sie ist jetzt wieder draußen. Wir müssen kurz rüber ins Schlafzimmer gehen, weil ich dir noch die Petcam-Aufnahmen zeigen wollte und mein Handy gerade hier am Strom ist. In der 2. Nacht hat der Hausassistent der Kamera dann prima funktioniert. Das heißt, die Bewegungen wurden auch die ganze Nacht über aufgezeichnet. Ich habe hier einmal einen Live-Mitschnitt gestartet, da ja wie gesagt eigentlich nur bis zu 10-Sekunden-Sequenzen gespeichert werden und ich hatte einfach, als ich gesehen habe, dass Emil auf seinem Laufteller aktiv ist, einmal auf Mitschneiden gedrückt. Dieser Mitschnitt dauert auch ewig. Emil hat von 11:30 bis, ich glaube, 12:15, 12:30 seinen Laufteller einfach stur weiter benutzt, bis ich ihn dann zurück ins Nagarium setzen musste, weil wir schlafen gegangen sind. Ich bin, wie gesagt, super gespannt, wie die Bilder mit der Petcam werden, wenn sie im Nagarium steht und weise dich hier mal darauf hin, dass Dino Zwerghamster auch noch eine zweite Petcam verlosen wird, ganz bald. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, hoffe, dass du mich trotz des Schleudervorgangs der Waschmaschine gerade hören kannst. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar und natürlich auch über ein Abo und würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, bleib gesund. Tschüss! But I don't know why you hit the road, but you don't.